Ja, servus liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ich mache jetzt mal wieder einen weiteren Versuch hier entsprechend eine Aufnahme zu starten. Beim letzten Mal hat das mit dem Ingame-Sound ja wieder nicht geklappt. So, wir steigen mal gerade in den Truck ein. So, das ist für mich jetzt eigentlich nur mal so gewesen, damit ich einen Anhaltspunkt habe wegen Synchronisieren von Bild und Ton. So, und wir gehen aber jetzt mal hier gleich weiter. Gedüngt haben wir hier. Hier, den lassen wir auf alle Fälle gleich weitermachen. Den lassen wir auch gleich weiter einsehen. Und, gerade am Überlegen, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Da sind wir ja. So, da werden wir mit dem Knaben erstmal. Ja, natürlich gerade einmal falsch rum. Wollte ich eigentlich darüber. Genau. Da müssen wir jetzt mal gucken. Gedüngt haben wir noch nicht hier. Ich guck mal gerade, wie weit der ist. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen. Aber wir können es mal probieren. Ich weiß nicht, ob wir dann hier vielleicht sogar sozusagen uns in die Quere kommen. Das müssen wir mal ausprobieren. So, aber ich denke mal, wir brauchen da auch nicht allzu viel. So, wir werden auf alle Fälle mal erstmal das richtige Gerät wählen. So, dann klappen wir mal die ganze Maschine aus. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen, beziehungsweise wie groß das wird. Übrigens, mit den Tieren gab es jetzt also auch eine Information. Ich muss im Prinzip, wenn ich da bei den Tieren bin, auf diese gelb schraffierte Fläche, kann dann im Prinzip zum Händler gehen und kann dann einkaufen, braucht aber zum Transport im Viehanhänger, aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich auch gegen einen kleinen Aufpreis mir das sozusagen die Tiere liefern lassen. Das können wir dann mal probieren. So, haben wir noch nicht so richtig hier stehend. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier ganz gut stehen. Lassen wir mal hier den Helfer starten. Gucken, ob das hier auch klappt. Ja, hier kann man also auch das Ganze noch absenken. Ne, klappt leider nicht. Im Helferbetrieb geht das wahrscheinlich nicht. Aber ansonsten kann man das hier natürlich auch in der Höhe noch absenken. So, wir gucken mal gerade, nicht Feldfrüchte, sondern Wachstum. Also wir sind hier entsprechend im Wachstum drin. Auf dem Feld 15, ja, das ist abgeerntet, da ist er gerade dran. Feld 14 haben wir schon eingesät, Feld 12, ja, da müssen wir mal gucken, da sind wir auch entsprechend noch zugange. Und Bodenbeschaffenheit muss gepflügt werden, steht da jetzt drin. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das pflügen müssen tatsächlich. Weil wenn wir das jetzt doch erst pflügen müssen, wäre das ein bisschen ungünstig. Gut, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich will mal gerade auf den anderen Traktor noch gehen. Genau, hier sind wir ja noch fleißig am Einsehen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Was mache ich da gerade? Ich bin ja im Grupp. Ah, ich bin ja. Na, ich bin doof, ne? Ich bin echt doof. Moment, sorry, wenn ich jetzt hier gerade so wild rumswitche. Ja, also das Düngen bringt hier doch noch gar nichts. Das kann ich gerade vergessen. Ich muss ja erstmal hoch zum Feld 12. Und muss das Feld jetzt düngen, weil hier unten sind wir noch am Grubbern. Hier sind wir noch gar nicht am Einsehen. Halt. Fahren wir da hinten rum hoch. Eieiei. Ja, da war ich eben gerade mal so ein bisschen aus der Spur raus. Aber okay, alles in Ordnung. Wir sind ja entsprechend jetzt schon wieder hier, da, wo wir hinwollen. So, hier wird jetzt eingesät. Das ist doch schon mal gut. Ich weiß jetzt gar nicht, von wo der aus einsät. Das gucken wir uns gerade mal an. Der sät von oben nach unten ein. Weil ich weiß gar nicht, ob man das auf der Textur erkennen kann. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, finde ich. Ja, so ganz minimal kann man da was erkennen, aber es ist nicht wirklich viel. Das heißt, eigentlich müssen wir natürlich dann hier erstmal düngen. Wo ich jetzt nur noch nicht so ganz durchgestiegen bin, ist, ob man, wenn das heißt, das Feld muss gepflügt werden, ob ich vorher nichts machen kann. Weil ich grubber ja jetzt schon, ja, das ist so ein bisschen blöd. Also ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht sogar entsprechend in Optionen umstelle. Weil irgendwie tue ich mir da noch ein bisschen sehr schwer mit. So. Weil ich habe mir ja auch schon von euch eine Info geben lassen, wie das mit dem Düngen und allem funktioniert. Und das ist echt ein bisschen kompliziert. Da ist der Olle Solaris ein bisschen blöd drin. Ich guck mal gerade in den Optionen. Wo habe ich die Optionen? Allgemeine Einstellungen. So, da gucken wir mal rein in die Spieleinstellung. Pflügen notwendig an oder aus? Ja, ich mache das mal aus, Freunde. Seid mir nicht böse. Weil ansonsten blicke ich da gar nicht durch. So, jetzt gucken wir uns das gerade nochmal auf der Karte an, ob das was verändert hat.
Weil ich weiß nicht, also ihr könnt mir das gerne mal in die Kommis schreiben, nur ich weiß gar nicht, ja, so ist das einfacher, da sieht man das auch besser. Okay, das ist schon zum Teil gedüngt, jetzt sieht man das auch besser, weil vorher war das echt ein bisschen ungünstig. Das heißt, der ist jetzt mit dem Grubbern durch, da können wir den Knaben eigentlich hier direkt jetzt wegnehmen. Ist übrigens auch eine tolle Sache, dass man jetzt von der Karte aus direkt in die Fahrzeuge einsteigen kann. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir entsprechend das Zeug. Genau, dann stellen wir da am besten mal hier den Knaben rein. Ich muss auch mal unbedingt gucken, dass wir bald mal einen Hochdruckreiniger besorgen. Weil ihr seht schon, die Maschinen werden schön dreckig. So, dann ja, einmal ablassen. Das ist natürlich noch nicht so ganz schön gemacht. Aber okay, kriegen wir auch noch hin. So, und wir werden aber zur Sicherheit. Ach, da, ich muss einen Hochdruckreiniger kaufen. Da habe ich ihn doch schon. Bin ich doof. Da machen wir gleich mal die Maschine sauber. So. Ja, da habe ich doch schon den Hochdruckreiniger gekauft und habe nichts. Ja, da seht ihr mal, ne? Also, wenn man so viele Projekte wie ich im Moment hat und sich mit allen möglichen beschäftigt, dann vergisst man das irgendwie. Ich muss da unbedingt gucken, dass ich da mal wieder, sagen wir mal, ein bisschen mehr reinkomme. Ja, also ich meine, ich bin ja auch zum Teil selbst dran schuld. Ihr habt ja auch schon selbst gesagt, ich soll öfters mal von dem und dem Let's Play was reinbringen. Und wenn ich da öfter spiele, bin ich auch, glaube ich, da besser in der ganzen Geschichte drin. Als so wie das jetzt hier, weil das ist dann schon ein bisschen peinlich. Ich bitte das zu entschuldigen. Wird sich aber natürlich dann im Lauf jetzt der nächsten Folgen deutlich verbessern, wenn ich da wieder ein bisschen drin bin. So. Okay, den kuppeln wir mal gleich an. Können wir hier den Hänger auch gerade noch schnell sauber machen? So, einmal hier stehen bleiben, nochmal schnell Hochdruckreiniger. Und ja, auch dich mal ein bisschen säubern, denn der sieht auch schon so ein klein bisschen versaut aus. So, man kann immer so an ein, zwei Partikelpunkten dann sehen, ob es besser wird oder nicht. So, jetzt ist das schon mal wieder deutlich besser. So, und damit ist der ja eigentlich schon fast bereit für die Ernte. Wobei wir natürlich noch lange nicht so weit sind. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, dass wir das Ganze hinkriegen. Und jetzt sieht man auch die Textur ganz gut. Oh, das finde ich klasse. Das ist sehr gut. So, der ist mit der Einsaat. Ja, da müssten wir uns auch mal Gedanken machen, ob wir vielleicht dann bei Gelegenheit nicht noch ein bisschen mehr machen. Hier wurde ich übrigens darauf hingewiesen, ich könnte hier auf alle Fälle noch ein bisschen mehr Gas geben. Weil 8 km/h war ein bisschen wenig da. Auch nochmal vielen Dank für den Hinweis. Das haben wir jetzt damit dann auch gleich mal korrigiert. Das mit den Zügen ist cool, aber da freue ich mich irgendwie auch schon drauf. So, dann kann der nämlich jetzt auch arbeiten. Ich versuche einfach mal, ich werde mal den Helfer jetzt hier reinsetzen. Den kann ich, glaube ich. Was ist jetzt los? Warum kann ich da jetzt nicht düngen? Okay, ich kann gerade nicht düngen. Das interessiert mich jetzt auch mal. Ach, das habe ich schon gedüngt da oben. Ja, da habe ich wohl auch mal versucht, ein bisschen was zu machen. Das ist natürlich echt doof. Wieso hatte ich da schon gedüngt? Das interessiert mich jetzt mal. So, Helfer B hat die Arbeit erfolgreich erledigt. Also irgendwie bin ich hier, glaube ich, da noch nicht so ganz auf dem richtigen Punkt. Ich versuche jetzt hier mal mit Düngen, mal gucken, aber das. Ja, hier nimmt das an. Denke ich mal, da sieht auch die Textur ein Ticken anders aus, ist aber schwer zu erkennen. So kann man es ungefähr sehen, dass da jetzt gedüngt wird, ja. Gut, dann hatte ich da hinten schon gedüngt. Das ist natürlich dann, ja, ein bisschen ungünstig gelaufen. Was natürlich jetzt auch schön ist, was ich hier gut finde, ist, wenn man hier jetzt am Arbeiten ist, dann wird automatisch im Hintergrund das Spiel weiterlaufen. Also man muss dann im Prinzip nicht wieder ganz von vorne anfangen, sondern das haut dann so weit hin. Wir gucken jetzt gerade mal mit dem Wachstum. Gegrubbert ist es, da muss jetzt eingesät werden. Da wäre jetzt schon fast die Überlegung, eventuell eine größere Sämaschine zu holen. Und ihr hattet ja auch noch ins Gespräch gebracht, dass wir da, nee, schade, Einfügen-Taste geht nicht mehr mit der Bank. Dann ist das hier, glaube ich, noch drin. Mal gerade gucken, im Kredit. Ja, da. Hattet ihr auch schon gesagt, eventuell noch einen Ladewagen zu holen, damit wir entsprechend, wenn wir dann ja die Strohreste haben sozusagen, dass wir die auch zu Geld machen können. Das wäre natürlich auch eine gute Sache. Das heißt, wir können ja gerade mal gucken, was entsprechend uns ein Ladewagen kosten würde. So, wir gucken gerade mal, wo wir hier sind. Miststreuer, Gülle, Mähwerke, Ladewagen.
Die gehen ab 31.000 € los. Wer jetzt ein etwas kleinerer entsprechend noch, der hat jetzt ein Fassungsvermögen von 21.000. Gut, die großen sind natürlich Bombe. Aber so ein Ding für einen Anfang wäre vielleicht gar nicht verkehrt, dass man da vielleicht doppelt mit verdienen kann. Das heißt, wir würden, denke ich mal, einfach hier mal den Kollegen stehen lassen. Fahren dann, glaube ich, einfach mal runter entsprechend zum Shop. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir am besten hinfahren. Vielleicht hier runter. So. Gerade gucken, wo komme ich denn hier? Ich kann hier durchfahren. Ha. So. Fahren wir hier gerade mal durch, gucken, dass wir da vorne auf die Hauptstraße kommen. Oh, naja gut. Fahren wir halt mal querfeldein. So, und dann fahren wir mal runter zum Shop. Und ich würde sagen, wir holen uns dann einfach einen Ladewagen. Das war dann für die nächste Ernte. Dementsprechend ganz einfach uns hier ja noch ein bisschen Zusatzverdienst holen können. Und in der nächsten Folge habe ich auch schon überlegt, damit wir ein bisschen zu Geld kommen, ob wir da vielleicht nicht mal wieder so eine Aufgabe für einen anderen Landwirten übernehmen sozusagen. Wäre natürlich auch cool. Denn ja, der Tipp war echt Gold wert, denn damit kann man natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. So, gucken, kommt da einer auf der linken Spur, dann kann ich auf die rechte Spur drauf. Oh, man sieht sogar jetzt den Blinker. Wenn ihr genau hinguckt, ne, der spiegelt sich sogar hier vorne im Auspuffrohr, also das ist auch cool. Da habe ich endlich einen Nachweis, dass ich auch mal blinke, ne? Die ganze Zeit hieß es ja immer, oh ja, blinkst ja nicht, vergisst das ja meistens, aber jetzt könnt ihr selber sehen, dass ich das also tatsächlich, ja, zumindest ab und zu mache. So. Dann tigern wir mal hier durch. In der Zeit können die ja, wie gesagt, hinten weiter einsehen. Aber eine größere Sämaschine sollten wir uns, glaube ich, auch irgendwann holen. Das wäre schon mal ganz interessant. Weil mit der ganz kleinen Sämaschine kämpfen wir uns natürlich schon einen Wolf. Da wäre natürlich die Idee nicht schlecht, die Umweltrettung, sprich der Daniel, der mal hatte, dass wir so ein paar von den Aufgaben erledigen, um ein bisschen Geld zusammenzukriegen, um einen Ticken bessere Maschinen zu holen. Wir reden jetzt noch nicht von Felderweiterung, aber sag ich mal zumindest ja, die Maschinen verbessern, dass wir da ein bisschen Zeit sparen. Ja, und da ruckelt gerade ein Lincoln Town Car an mir vorbei. Auch interessant. Aber ich muss jetzt eh nach drüben. So, Außenspiegel sind jetzt auch deutlich besser. So, dann werden wir jetzt mal hier gleich reinfahren. Da dürfen wir nicht rein, da dürfen wir auch nicht rein, da müssen wir hinten dran rein. Uns ja schon ein bisschen an die Verkehrsregeln halten. So. Wunderbar. Dann sind wir jetzt auch hier am Shop. Da haben wir auch noch eine Palette mit Dünger stehen. Ich weiß gar nicht warum, aber okay. So, wir stellen uns mal hier geschmeidig auf einen Parkplatz. So. Ups. Na, auf dem Parkplatz, nicht auf den Grünstreifen. Und schauen jetzt gerade nochmal rein. Das heißt, wir brauchen auf alle Fälle erstmal ein bisschen Geld. 31.000, okay. Da nehmen wir mal ruhig einen kleinen Ticken mehr auf. Gehen hier wieder auf zurück, kaufen uns mal schnell den Ladewagen, den kleinen. So, den könnten wir uns auch übrigens mieten. Das ist eben auch eine tolle Sache. Man kann jetzt alles auch hier mieten. Allerdings haben wir dann ja 3.400 € an Kosten pro Tag. Also das ist schon eine ganze Menge. Ich bin dann eher der Freund, so ein Gerät zu kaufen, weil dann haben wir eben auch die Möglichkeit, den direkt für uns zu behalten und zu benutzen. Denn mit Miete wird das ziemlich teuer. Interessant wird das höchstens, wenn wir dann mal wirklich eine große Aktion haben. So. Ach, muss ich gerade mal was gucken. Haben wir da eigentlich schon. Ja, da ist schon Frontgewicht dran. Wenn wir da wirklich mal ein großes Feld haben und haben eben die Maschine dafür noch nicht, dann kann man sich da echt mal eine Maschine ausleihen, um da im Prinzip schnell den Ertrag reinzuholen. So, jetzt hoffe ich, dass das hier soweit funktioniert. Einmal ankuppeln. So, Rädchen wird hochgedreht und was auch gut ist, ja, diese Stützen, damit der Anhänger nicht wegrollen kann, ist jetzt auch mittlerweile angezeigt, dass wir dann dort gemütlich mit, dass sie eingesteckt werden. So, und jetzt haben wir unseren ersten Ladewagen. Das ist schon mal richtig gut. Wir gucken mal, dass wir hier wieder auf die Hauptstraße kommen. So, sieht ja echt klasse aus. Mit den Rundumleuchten habe ich übrigens jetzt auch eine Info gekriegt, ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, nur dann, wenn die Fahrzeugbreite oder die Hängerbreite über 2,50 Meter ist, dann müssen die Warnleuchten oder die Rundumleuchten im Prinzip eingeschaltet werden. So habe ich das jetzt verstanden. Falls ich da falsch liege, möge man mich doch bitte korrigieren. So. Also jedenfalls ist auf alle Fälle die Spiegeleinstellung deutlich, deutlich besser. Ich kann ja hier mal kurz die Hilfe wegnehmen, dann sieht das schöner aus.
Also das ist viel, viel besser gemacht als vorher. Da hat man immer so den Eindruck gehabt, man sitzt eigentlich viel zu hoch im Traktor drin. Aber jetzt ist das ja doch viel, viel besser, deutlich angepasster. So, und wenn wir jetzt gleich zurück sind, bin ich mal gespannt, wie weit wir da oben mit unseren Helfern sind, was die so erledigt haben. So, jetzt haben wir noch 30.000, da können wir im Prinzip sogar vom Kredit noch ein bisschen was zurückzahlen. Sodele, wir fahren schon mal auf die linke Spur. Denn wir müssen ja auch gleich hier links wieder rein. So. Ich glaube, hinterm Feld 23 geht es dann nach oben. Gucken nochmal schnell auf der Karte. Ja, das passt. Ja, so langsam kriegt man auch ein bisschen die Orientierung rein. Man muss halt so ein paar Strecken erst ab und zu mal abfahren, um sich daran zu gewöhnen. Aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt so langsam auch in den Griff. Sodle. Einmal heißt das jetzt dann hier links abbiegen und dann schauen wir mal, wie weit unsere Helfer gekommen sind. Mit 40 in die Kurve. Naja gut, ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit auch so geht. Gut, wenn er leer ist vielleicht, aber ansonsten glaube ich, wird das ein bisschen schwierig. Hier übrigens die Andreaskreuzer, habe ich gehört, die Schranken gehen nur runter wohl, wenn man selber auf dem Traktor sitzt, auf dem Zug sitzt und fährt. Also ansonsten nicht. Das heißt, da brauchen wir also wohl keine Sorgen zu haben, dass wir da irgendwie mal Querverkehr kriegen. So, und jetzt werden wir mal schauen, ob wir das Ding hier entsprechend noch einrangiert kriegen. Ich hoffe, dass wir da rumpassen. Man sieht nicht wirklich viel. Aber, nee, da ist, ach Mist, da ist der Pflug. Dann machen wir das ganz raffiniert. Setzen wir den einfach da hinten dran rein. Ist zwar dann nicht schön, aber selten. Weil da habe ich, wie gesagt, ja den Pflug mittendrin stehen. Aber ich kann ja hier eigentlich auch ein Stück dann einfach zurückfahren. So, jetzt fahren wir nochmal ein Stückel vor. Oh, man sieht sogar die Bremsleuchten. Das ist auch gut. Also da wurde unheimlich viel mit Animation jetzt verbessert. So, ich denke mal, so können wir den stehen lassen. Das heißt, wir kuppeln den wieder an. Gucken mal, wie es aussieht. Ja, steht doch 1A. Bombe. So, und werden entsprechend mal, ja, ich würde sagen, wir lassen den Traktor mal hier stehen. Und switchen wir hier rüber. Ha, als ob ich es gewusst hätte, dann steigen wir hier aus. Und wenn da mal ein Stück zurückfahren, dass der Freund hier weiter einsehen kann. Ich habe mir ja schon gedacht, dass die irgendwo sich da mal quer hängen. Mann, Mann, Mann. So, der war hier aber fertig mit Düngen. Das heißt, dann geht es im Prinzip hier weiter. Da sollte ich aber dann vielleicht doch erstmal warten noch, bis der so weit durch ist. Oder ich fahre dem hinterher. Das könnte man natürlich auch machen, da ich das Düngen hier schon mal erledigt. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal. Hier kann ich wieder nicht düngen. Warum? Ach, war das jetzt schon der Bereich, der gedüngt war? Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Das könnte natürlich sein. Kartenübersicht, Wachstum, Feldfrüchte, Bodenbeschaffenheit. Nee, das Feld ist ja schon komplett gedüngt. Wunderbar, dann kann ich jetzt eigentlich dann zum Feld 15 fahren und das düngen. Klappen wir den Knaben mal zusammen. So. Ja, das ist doof. Also ist jetzt am Anfang ein bisschen schwierig gewesen. Wird natürlich später einfacher, wenn wir dann einfach das Feld von vorne nach hinten durchfahren. Also, das ist jetzt nur so am Anfang ein bisschen blöd, weil ich da an allen möglichen Ecken angefangen habe. Das Dumme ist, auf der Minimap sieht man das leider auch nicht. Das wäre natürlich noch eine schöne Option, aber ich glaube, das wird dann einfach zu schwierig. So, jetzt werden wir das hier mal so machen. Wir werden den mal ausklappen. Und ich werde hier mal rückwärts reinfahren, mal gucken, ob wir das dann hier so einfach weiterführen können. Weil da war ja der Punkt, wo wir mit Düngen aufgehört haben. So, vielleicht noch ein Stückchen darüber. So, ich denke, so sollte das passen. Lass mal hier mal den Helfer starten, mal gucken, ob er dann dementsprechend da auf die nächste Spur geht. Das wäre noch ganz schick. So, und er schaltet sogar auch ab fleißig, das ist gut. Und er dreht auch in die richtige Richtung. Also da haben sie unheimlich viel gemacht mit den Helfern. Ich überlege, das war ja am Anfang doch schon ganz schön, ja, sagen wir mal chaotisch, wie das da abgelaufen ist. So, dann ist der drin. Das läuft und der hier, ja, hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Aus dem Grund schauen wir jetzt mal gerade noch im Helfer, Quatsch, beim Händler, nach Sämaschine. Da haben wir ja jetzt im Moment hier die Kleine.
Ne, wir haben die Amazone, glaube ich, gell? Gucken gerade in der Garage, da ich da keinen Schrott erzähle. Ah ne, wir haben eine ganz andere hier. Wir haben die Great Plains Harvest Starts hier. Okay, die Great Plains. Ah, das ist die hier. Wunderbar. Das heißt, man kann maximal mit 15 Kilometern einsehen, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Das ist natürlich nicht ganz so der Renner. Ja, die Überlegung ist, wollen wir uns dann schon was etwas Größeres holen? Also über 3 Meter brauchen wir auf alle Fälle, sonst brauchen wir nicht erweitern. Das ist Unsinn. Ich meine, die Federstedt Rapid, das ist ja immer so das Standardgerät, was wir uns am Anfang holen, damit wir relativ schnell durchkommen. Ja, das könnt ihr dann mal entscheiden für die nächste, nee, für die übernächste Folge. Ich nehme jetzt gleich die nächste Folge im Nachhinein auf, weil da machen wir dann noch ein bisschen was zum Geld verdienen. Wir werden dann dort noch einen, ja, Auftrag im Prinzip für einen anderen Landwirten übernehmen, damit wir da ein bisschen zu Geld kommen. Und apropos Geld, da können wir aber zumindest hier schon mal gerade noch ein bisschen Geld wieder zurückzahlen. Na, ein bisschen mehr brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein bisschen kleine Kohle da. So, dann wie gesagt, in der nächsten Folge noch ein Auftrag für den Landwirt. Mal gucken, ob wir was anderes machen als beim letzten Mal. Was macht der jetzt? Ja, wie jetzt? Warum jetzt? Bist du fertig oder was? Das glaube ich aber nicht wirklich. Wachstum. Nö, der ist da, der kannst du eigentlich ganz normal mal weiter einsehen, bitte. So, irgendwie hing der da gerade, jetzt funktioniert es aber wieder wunderschön. Denn wir wollen ja das Feld 12 auch noch fertig kriegen. So, und hier unten der Kollege ist gleich fertig, sehe ich gerade. Das ist natürlich optimal, dann können wir zumindest schon mal das hier abkuppeln. Denn ja, das Düngen ist jetzt erstmal für alle Bereiche erledigt. So, dann fahren wir den auch gleich mal hier rüber. Und ja, schreibt mir auch nochmal in die Kommentare, ob wir das so beibehalten sollen. Also ich bin ganz ehrlich, ich würde diesen ganzen Umstand mit dem Pflügen gerne eigentlich wegnehmen. So, das können wir auch mal dahin stellen. So, dann ist das auch erledigt. Ja, also da schreibt mir jetzt mal in die Kommis, ob wir das mit dem Pflügen nicht einfach weglassen. Und ansonsten, wir haben den Ladewagen jetzt gekauft, da sind wir schon mal einen Schritt weitergekommen und sind jetzt auch mit der Einsaat ganz gut dabei. Können wir hier ja eigentlich ganz schick sehen. Denn ja, auch der hier wird in der nächsten Folge, denke ich mal, fertig werden. So, mal gucken. Ja, das müsste eigentlich hinhauen. Und ihr könnt reinschreiben, ob wir uns die größere Sämaschine dann noch kaufen sollen. Ich nehme jetzt aber mal den Helfer hier raus. Sag für heute vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und Tschüss.